Einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar DAX Trading für Vielbeschäftigte, natürlich mit Thomas Hartmann. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf die Teilnehmer und natürlich den Thomas hier heute Morgen ganz herzlich im Namen von FX Flat zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der Thomas uns heute im DAX zeigt oder ob er auch was anderes zeigt. Man weiß es ja nie vorher. Und deshalb will ich gar nicht lange drumherum reden, sondern direkt zum Risikohinweis springen, denn Sie wissen es alle, das Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, es ist ganz wichtig, das ist keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung, denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Egal, ob der Thomas gleich den DAX rauf oder runter tradet, es ist immer Ihre eigene Entscheidung, die getroffen werden muss. Ja, immer ganz wichtig zu sagen. So, ich glaube, das war eine Minute circa. Ready? Perfekt, super. Alles klar, dann gebe ich dir den Bildschirm. Zack, zack, zack. Jetzt darfst du. Dankeschön. Gucken wir mal, welchen nehmen wir. Nehmen wir das. Das gucken wir mal schön. So, Sie sehen, genau. Ich muss, weil ich zu spät dran bin, muss ich quasi mit Ihnen den Schnellstart hier absolvieren. Also erstmal guten Morgen, liebe Teilnehmer. Vielen Dank. Freue ich mich, dass Sie da so rege da sind. Ton ist hoffentlich gut, Bild ist hoffentlich auch gut. Ich schaue gerade jetzt mit Ihnen, ob das heute wieder so ein trostloser Dienstagshandel wird. Ja, es sieht erstmal so aus. Wir haben keine wichtige Fundamentaldatenlage, dass hier irgendwie was groß anbrennt. Es sind ein paar auf Medium, die reinkommen, aber okay. Dann hätten wir das schon abgehakt. Abhaken, genau. Wollen wir das abhaken? Nee, das machen wir später. Wir wollen, oh, um Gottes Willen. Jetzt ist alles vorbei. Ah, nee, okay. Wir gucken natürlich große Wetterlage mal schnell rein, damit wir das auch auf dem Schirm haben. Und gucken mal, das ist der, was hat er gemacht? Also zur Besprechung, ich habe gestern noch eine Standortbestimmung zum DAX veröffentlicht, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Denken Sie auch bitte dran, ne? Interaktiv, seien Sie interaktiv, stellen Sie bitte Fragen. Ich habe keine Lust auf einen Monolog. Also alles, es gibt keine dummen Fragen. Und ich sehe auch schon, das Unheil naht. Der DAX kann sich mal wieder stabilisieren. Wir haben ja auch dienstags. Florian, ich habe mir heute überlegt, dass ja eigentlich, ich gehe ja immer so gern Short. Aber dienstags ist ja die Wahrscheinlichkeit irgendwie auch, glaube 52 zu 48, dass er immer long geht. Ne? Turnaround Tuesday und bla bla bla. Und wenn ich jetzt hier in meinem Tagesschart reingucke von der Standortbestimmung von gestern, ja, er schafft es ja mal wieder. Ne? Er kann sie mal wieder in der 15.500 stabilisieren. Es hängt dann ja zu den Ohren raus. Er ist gestern hier abgebrochen, wie auch so oft. Es ist wirklich derzeit, wenn man nur danach ausgeht, ist es ja tatsächlich einfach. Ne? Man geht immer montags short und ab Dienstag geht man volle Möhre long und Freitag geht man dann zu Wochenhöchstständen raus und am Montag shortet man wieder bis Dienstag. Aha. Problem ist immer, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin irgendwie da auf der Langleitung unterwegs. Bis ich das umgesetzt habe und begriffen habe, so wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe, macht das wieder nicht mehr. Kennen Sie das? Vielleicht kennt es der ein oder andere, also bei mir ist das meistens so. Der Thorsten ist zum ersten Mal dabei. Ja, herzlich willkommen, Thorsten, freue ich mich. Ich hoffe, dass du hier ein bisschen was mitnehmen kannst. Also an Input, nicht natürlich an Kursgewinn. Wir haben hier einen Abbruch bei 15.600 gestern gesehen. Wir haben wieder so ein, ja, eine Kerze mit dem Tief bei 15.400 gesehen. Dann kam wieder natürlich die Käufer in den Markt heute bei 15.500. Das ist mal die übergeordnete Situation. Jetzt springen wir schon in den Stundenchart rein. Auch hier 15.600 deckelt, ist aber noch 80 Punkte entfernt. Bedeutet ja für uns, wir sind ja im kurzfristigen Rahmen unterwegs. Das ist noch eine Weile hin, bis es relevant wird. Und hier sind wir, ja, knapp oberhalb des Unterstützungsbereichs. Würde ich aber jetzt auch nicht. So, hier ist natürlich der Handel von gestern Abend noch drin. Also tatsächlich stehen wieder die Zeichen auf Long. Und ich würde Ihnen das heute mit Ihnen heute auch mal umsetzen. Sie hören es vielleicht, mir geht es echt ziemlich, also mir tut der Kopf weh und die Beine und alles Mögliche, was irgendwie wehtun kann. Deswegen bin ich auch vorsorglich, habe ich mein Konto umgestellt, weil ich mache hier nicht mit dem großen Konto rum. Wir machen halt mit einem kleinen 10.000 Euro Konto ein bisschen was. Und wir gehen auch nur in den Mini-Bereich.
FDAX, weil wenn man nicht voll bei Trost ist, dann sollte man nicht mit einem 100.000-Euro-Konto, mit einem Echtgeldkonto handeln, weil FXFED ja noch nicht gesagt hat, dass sie mir 100.000 Euro zur Verfügung stellen und schenken. Also die Gewinne, die Verluste hätten sie übernommen, aber da arbeite ich noch dran. Aber ich denke, das kann der Florian bestimmt bald, wo er auch sieht, dass ich mich jetzt hier so aufraffe, nahe des Todes, hier das Webinar zu machen, das kriegen wir. Ich bin da. Mein Telefon, ich bin heute gut erreichbar, Florian, ne? Okay, alles klar. Habe ich mir Okay, notiert. okay, okay, gut. Wir haben Unterkante vom Future. Wir sind ja hier am Future natürlich unterwegs und was auch vielleicht für Sie die eine interessante Information ist, man kann auch super ein Future-Konto mit 10.000 Euro handeln. Ist tatsächlich so, weil wir haben ja den Mini, den Mikro haben wir ja natürlich auch am Start, aber der Mikro. Lassen Sie uns mal zusammen reingucken, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Der Mikro ist ja noch komplett zerschossen. Da ist ja noch kein Volumen drin. Gucken wir uns den mal an. Wir sehen schon hier, wir haben ein Spread von 3. Das ist schon mal nicht so cool gegen dem von mit 2. Wenn wir hier dann zurückgucken, also da geht's noch, wenn wir mal in 1er. Dann sehen Sie nämlich, dass der tatsächlich so ein bisschen, ja, okay, also es war schon mal schlimmer, ne, mit den Kurslücken und so. Also es kommt tatsächlich immer mehr Volumen. Ja, da hatte der, ah, jetzt muss ich wieder lobende Worte für FX-Flat, der Herr Aframis hatte recht, weil er hat gesagt, dass damit zu rechnen ist, dass in den nächsten 2 bis 3 Monaten das Volumen deutlich zunimmt im Mikro, dass der auch besser handelbar ist. So, wie gesagt, ich bin halt gut erreichbar. Also von daher, ich denke, das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich auch eine sehr gute Wahl, mit dem Mikro Future dann arbeiten zu können, weil wir sind ja bei dem klassischen 1 Euro pro Punkt. Salopp gesagt. Und dann kann man ja wunder, kann man ganz kleine Kunden wunderbar handeln. Das ist ja dann perfekt. Ja, ansonsten bleibt man natürlich beim CFD, auch hier bei FX Flat, dann ist das natürlich auch erstmal völlig okay. So. Wir haben noch 8 Minuten. Was machen wir jetzt? Also Oberkante 15.513. Abgleich mit dem Übergeordneten. Das sitzt dann ja hier in der Ableitung. Kurs hier haben wir bei den 570 oben. Ja, nahe den 600, also den Bereich hier oben. Dann Rücklauf hier. Das war dann der kleine Abverkauf dann zur Eröffnung auch. Und ja, es könnte natürlich eindeutiger sein, die Sache, ne? Gerade zur Eröffnung, das ist jetzt halt ein Hin und Her auf dem Niveau. Wenn er jetzt hier runter geht, bei uns im Future, wenn er auf die 15.486 kommt, dann sind wir voll im Unterstützungsbereich, in dem Tief. Ja, das ist auf jeden Fall da, sollten wir zugreifen im Long. Und wenn er das natürlich nicht packt, na, was macht er dann? Dann rutscht er halt durch. So wie das dann halt so ist, ne? Entweder hoch oder runter oder seitwärts. Also gucken wir mal, vielleicht, dass wir hier einen Einstieg kriegen. Jetzt müssen wir mal berechnen. Wir sind im Mini-FDAX. Also Punktwert, Tickwert ist bei 5 Euro. Wir haben 10.000er Konto. Ich würde natürlich schon dadurch, ich meine, Sie wissen, der 1%-Regel ist theoretisch praktisch am besten gegen Drawdown und so weiter. Ich hätte es ja auch kein Problem, wenn hier mal 500 Euro heute weg sind, weil ich ja weiß, dass es glücklicherweise noch andere Konten mit Kapitalreserven gibt. Vielleicht können wir hier ein bisschen was Größeres rausholen. Ich glaube, das hatte ich auch gestern gemacht. Genau, ich hatte es erst auf 10.000 extra abgeschöpft für heute und dann nochmal die 558 gestern gemacht. Gucken wir mal, ob sich sowas heute anbietet. Man, tatsächlich kann man ja sogar mit dem FDAX hier, also mit dem Großen, reinkloppen, aber das ist natürlich dann ganz, ganz böse. Wenn das mal einmal nicht klappt, dann geht es hier natürlich ordentlich zur Sache. 20 Punkte nach unten wären direkt 500 Euro weg, wären 5%. Okay, so, soweit haben wir Fragen. Handelst du nur den DAX oder Forex? Bist du markttechnik orientiert oder auch Supply Demand? Gute Frage. Also, ich handle zu 99% den DAX. Warum? Weil ich mich seit 20 Jahren mit dem Stinketier beschäftige und den meine ganz gut zu kennen in all seinen komischen Phasen und Kapriolen und Avancen, die er da ständig macht.
Ansonsten, ja, klar, so Kryptos handle ich dann auch noch ab und zu, aber dann liegen so Swing Trading Basis, Aktien natürlich, Einzelaktien, also Sachen. Aber für mehr fehlt mir dann tatsächlich auch die Zeit, weil ich mich ja um die Firmen kümmern muss und das ist eigentlich zu viel Arbeit für nebenbei große Trading-Aktivitäten. Deswegen heißt es ja auch DAX Future Trading für Vielbeschäftigte, weil wir immer wieder versuchen, immer wieder aufs Neue, auch wenn es der große Durchbruch uns noch nicht gelungen ist, live in dieser Sendung, dass wir hier mal richtig was aus dem Markt holen. Aber das kommt vielleicht auch mal irgendwann, denn im Bestfall ist halt nach einer halben Stunde der Handelstag beendet und man kann andere Sachen machen. Deswegen ja für Vielbeschäftigte. So, ja, was nutze ich? Ja, wie man sieht, Widerstände, Unterstützung ganz viel, ganz wenig, Indikatoren fast gar nicht. Und das ist es eigentlich, ja. Also ich versuche es echt relativ simpel zu halten. Und da nicht so nicht so irgendwie Charts abzuliefern, wo man auch gar nichts erkennt, weil ich es dann selber auch nicht mehr verstehe, sondern Widerstände, Unterstützung. Und tatsächlich ist es ja auch das, womit man definitiv den Markt schlagen kann, wenn man regelmäßig gute Ein- und Ausstiege findet. Genau, bevor es dann jetzt gleich losgeht, besuchen Sie meine Webseite hartmann-kapital.de, die ist auch nur eine kurze Zeit da. Ja, hier, wie viel sind wir? Okay, wir sind schon ein paar Leute, gerne Thorsten. Wir sind ein paar Leute. Heute ist also, diese Woche ist es so eine Spezialwoche, also nicht, weil ich krank bin, sondern weil halt eine Spezialwoche ist. Das heißt, wer sich von mir ausbilden lassen will, in einem 10-Stunden-Paket, es gibt immer nur 10-Stunden-Pakete mindestens, der kriegt ein super tolles Angebot. Da kontaktieren Sie mich einfach, hartmann-kapital.de, dann scrollen Sie mal ganz runter. Da finden Sie hier meine alte Telefonnummer, das ist super, die muss ich mal ändern lassen. Aber die E-Mail-Adresse funktioniert auf jeden Fall und Facebook und Instagram und YouTube funktioniert. Melden Sie sich da, dann können Sie von mir ausgebildet werden, hier im Büro Präsenzveranstaltung 5 Stunden. Danach sehen Ihre Analysen dann so toll aus wie meine oder halt auch nicht toll. Also so irgendwie. Das können Sie danach machen, wenn Sie einen Tag hier waren. Und dann kriegen Sie 5 Stunden Nachbetreuung. Und dann läuft das ganz gut. Aus Erfahrung kann ich Ihnen versprechen. Also, tolles Angebot. Melden Sie sich. Gucken Sie bei Instagram dabei. Hartmann Kapital. Auch das wird jetzt alles geändert. So ein kleines Rebranding hier intern. Es wird alles kommt weg. Alles kommt neu. Oh ja, wer Schach spielt, das habe ich gestern bekommen. Das ist bestimmt toll. Florian, spielst du Schach? Also ich kann Schach spielen, Gut, aber guck's dir an, wie schön das ist. Das ist doch cool, oder? tatsächlich, ja. Ja, ich habe das gesehen und habe gedacht, Mann, haben die tolle Ideen von Lego. Ganz toll. Ja, okay. So, also 2 Minuten jetzt, kein vorbei mit den Späßen. Es geht gleich los. Gucken wir mal. Machen wir das mit Orders? Machen wir das mit Orders? Ja, wir machen es mit Orders. Wir machen es mit Orders. Wir brauchen 2 Einheiten. Hallo? So, das zum Thema, haben wir ein paar Konten zur Verfügung. Jetzt geht es halt weg. Ja. Also, toll, doch, okay. Egal, wir lassen uns davon nicht stören. Wir legen mal ein Buy-Limit hier rein, weil wir haben ja gesagt, wenn er in den Unterstützungsbereich reinkommt, wollen wir long gehen. Natürlich tun wir sofort den SL platzieren, weil das kann ja dann sehr schnell gehen, wenn er da durchrutscht. So, also 20 Punkte, 100 Euro weg. Okay, passt. Hier oben gehen wir dann auch wieder mit Long. Echt ein bisschen Gas geben, viel zu spät dran. 4, 9, 7. Da muss man gucken, dass man das richtig eingibt. So, also darüber gehen wir auch noch mit Long. Wir gehen hier Long, wir gehen dort Long und ja, wir gehen überhaupt gar nicht Short erstmal. Vielleicht Market, aber erstmal gehen wir nicht Short. Mal gucken, das ist bestimmt heute die falsche Entscheidung, weil wir sonst immer Short gehen. Aber egal, wir probieren es. Und es geht los. Und er kommt direkt runter und wir sind direkt drin. Ich ahne Böses. Ja. Ah, es ist fantastisch.
Okay, das ist erstmal gut. Attacke auf der Unterseite mal kurz abgewehrt. Aber es ist die Eröffnung. Es geht immer, geht zügig. Gucken wir mal. Das waren jetzt 20, ja, knapp 30 Punkte Sprung nach unten zur Eröffnung. Das ist gar nicht so verkehrt. Okay, also das klappt so in der Form erstmal nicht. Wir sind direkt rausgeflogen. Wir gehen jetzt nochmal hinterher. Und ich würde dann versuchen, nochmal einen aufzubauen in die Richtung nach oben. Frage, ist das jetzt eine Ente, was er jetzt hier macht? Dass er das nur antäuscht? Oder, na, oder hangelt er sich jetzt hier durch? Na, das ist natürlich der Short, der Short, der Short. Nee, den breche ich mal sofort ab. Da möchte ich jetzt nicht nochmal komplett einkassieren. Also, das klappt wohl so. Das ist natürlich, wir sind jetzt an der Unterkante vom Unterstützungsbereich. Das ist natürlich eine Schwäche von 50 Punkten sofort zur Eröffnung. Ah, ganz, ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja. Versuche jetzt lieber mal von oben nochmal mitzugehen, nach unten. Ja, kann natürlich hier genau wieder dann das Falsche sein, weil er die Unterseite, aber die Schwäche für mich lässt erahnen, dass er doch nicht möchte. So, wir haben relativ weiten SL eben, also von der Konto 20 Punkte mit zwei Kontrakten. Das ist dann irgendwie 200 Euro, das sind 2%. Das ist dann schon nicht so angenehm. Wenn ich jetzt hier nochmal einen Short mitgehen, wenn er ein neues Tief macht. Ja, aber das ist jetzt wirklich schwierig, weil Sie sehen es hier im Unterstützungsbereich. Rutscht er jetzt durch? Frage, wartet man jetzt ab, bis er durchrutscht? Geht man direkt mit? Wir sind jetzt mit dem Trend direkt mal mit. Ja, ich mache es meistens genau anders. Ich hätte jetzt eigentlich auch hier, wäre ich lieber auf Short gegangen. Ich habe es Ihnen ja gesagt. Aber Dienstag und so weiter. Aber er will jetzt erstmal, er hält sich jetzt hier noch. Gucken, jetzt kommt er wieder zu weit hoch. Ich will noch einen hier mitnehmen auf der Short-Seite. Dann nochmal die Position zu erhöhen. Stop-Loss auch 20 Punkte und dann bewegt sich halt auch ein bisschen was auf dem Konto. Da müssen wir jetzt aufpassen. Sollte jetzt im Bestfall schnellstmöglich drehen. Sonst passiert, wenn das jetzt hier als V-Bewegung natürlich aufgekauft wird, dann ist es natürlich ganz, ganz schlecht für uns. Den Stop-Loss von der kleinen, von der zweiten Position. Ah, okay, jetzt kommt er deutlich runter, sehr schön. Den Stop-Loss tun wir jetzt hier direkt anpassen, sofort auf den Stop-Loss von der anderen Position. Und jetzt sieht es halt schon ein bisschen anders aus. Jetzt sind noch 200 Euro im laufenden Gewinn. Aber Sie sehen es, es ist wild.
Ja, also er kommt schon ganz gut. Passiert ein bisschen was. Mal gucken, ich möchte diesen das Sell Limit Sell Stop hier beibehalten. Möchte nochmal hinterher sehr aggressiv da, weil die Positionsgröße wirklich sehr hoch ist beim 10.000 Euro Konto. Sind wir da mit 6 MDAX, MFDAX Kontrakten unterwegs. Aber erstmal, okay. Müssen wir dann aber sehr eng stoppen alles. Wir gehen hinterher mit dem Stop-Loss, weil einen kompletten Rücklauf brauche ich jetzt nicht. Wir sind mit der dritten Position short. Hei, hei, hei. Jetzt kommt direkt die Erholung gegen. Den Stop-Loss passen wir genauso an. Okay, also abgesichert ist. Das ist jetzt das größte Sorgenkind, der da unten aufgemacht worden ist. Ja, nicht genau. 2 Punkte unter die Unterstützung geditcht und sofort wieder hoch. Ja, Worst-Case-Szenario erstmal für den. Mal schauen, ob er jetzt direkt nochmal Drive reinkriegt und hier durchhaut. 170 Euro laufender Buchgewinn. Jetzt okay, wo sind unsere Kursziele? Kursziele übergeordnet, das ist halt das Schöne hier dran. Ja, Kursziele übergeordnet, 170 Punkte entfernt. Aber sollte klar sein, das ist ein weiter Weg. Wir haben auf dem Weg da unten eben genügend Unterstützung hier und hier. Das ist das Tagestief von gestern gewesen. Ja, wo er sich dann so gut gehalten hat und dann nach oben wieder raus ist. Aber gucken wir mal. Ich möchte nicht zu eng ausstoppen, aber ich möchte es auch nicht zu viel hergeben, weil die Position so groß ist in Summe. Genau, mit beiden hier auf die 7,5. Ah, machen wir 7,6, dann haben wir es mit den anderen zusammen. So, da kommt der nächste. Rutsch auf die Unterseite, 400 Euro, 430. Jetzt sind wir eben, ja, 4-5% aufs Konto. Könnt jetzt natürlich alle Gewinne mitnehmen und sagen, wow, cool, 300 Euro verdienen, super, toll, das sind 2-3% aufs Konto. Ja, logisch, ist natürlich gut, brauchen wir nicht drüber reden, machen Sie das mal jeden Tag, sind Sie bald reicher als die Fed. Selbst wenn ich den ganzen Tag nur Druck, aber so funktioniert es ja nicht. Ich möchte es ja gerne laufen lassen, auch mit dem Risiko, dass es dann jetzt hier in Verlust noch geht, wenn er jetzt hier hochschnallt. Aber Sie sehen es, wenn er jetzt hier mal 30, 40 Punkte noch abrutschen würde, dann sind wir hier bei fast 2000 Euro Gewinn. Und dann wäre das natürlich schon sensationell. Dann haben wir mal eben 20% gemacht. Alles kann, nichts muss. Jetzt schauen wir einfach mal, wie es halt weiterläuft. Aber das ist so mein Wunschszenario. Wenn man dann mal 20% am Tag gemacht hat, dann kann man erst mal Feierabend machen. Klappt halt auch nicht immer. Ja, es gibt so 2, 3 Tage im Monat, da klappt es und das reicht. Ja, er macht da viel zu lange rum. Ist ganz blöd. Ganz unangenehm. Die Order da oben, den Buy-Stop, den können wir rausnehmen. Ich werde für eine Order mal einen Take Profit platzieren, dass wir mal was mitnehmen, vielleicht beim nächsten Schnalzer nach unten. 15.444 als Abstauber, das eine Mal gesichert ist. Müssen wir noch 10 Punkte klatschen. Na komm. Na komm.
Ja, denn das meine ich. 700 € Buchgewinn waren es gerade. Das macht dann halt Spaß. Obwohl wir so miserabel angefangen haben. Jetzt hol doch bitte noch einen Take Profit, dass die eine Position mal zu ist und dann können wir alle schön in den Gewinn ziehen und dann ist es völlig, völlig egal. Ah, schade. So, die nehme ich jetzt raus. Automatisch, Take-Profit wurde nicht getroffen. Market gelöst, weil das hier ist eine V-Bewegung, es kann so schnell gehen und dann ist alles weg. Das muss nicht sein. Dann haben wir genug die Position hier am Laufen. Man muss jetzt mal ein neues Tagestief machen. Wir sichern dann beim neuen Tagestief sichern wir die beiden Positionen, dass keiner mehr in den Verlust kann. So, okay. Kein neues Tief, dementsprechend Risiko reduzieren. So, jetzt wäre der Take-Profit erreicht worden. Wir haben leider schon früher gelöst. Wir ziehen den Stop-Loss von beiden Positionen weiter nach. Aber doch noch nicht beide in den Gewinn, nur eine. Weil das ist mir jetzt zu 20 Punkte. Ja, okay. Ne, jetzt kommen wir. Das passt. Schön, also bin ich, Florian. Du kannst gerne öfters vorbeikommen. Habe ich guten Wunderbar. Einfluss, oder? Also, absolut, sehr guten Einfluss. Sehr gut. Sehr guten Einfluss. Ist der Nelson dann bestimmt ganz eifersüchtig, weil er immer versucht hat, den DAX magisch zu beeinflussen für mich, aber da muss er wohl noch mal üben, ne? Ja, gebe ich ihm noch mal ein bisschen Nachhilfe Ja, heute. der braucht mich nicht anrufen heute. Wir haben ganz eng abgesichert auf 5, also 53. Das ist wirklich sehr eng, ein kleiner Schnalzer jetzt da oben. Dann sind wir raus. Aber mit Sicherheit danach auch noch was finden, wo wir mitgehen können. Schön. Also vom Hoch zum Tief jetzt 60 Punkte nach unten. Klar, direkt Einstieg hier oben wäre natürlich Bombe gewesen. Aber wer weiß das schon, gerade zur Eröffnung. Also wir hatten ja da oben den Widerstand. Natürlich kann man nahe des Widerstands schon mal schwach gehen und spekulieren, dass man eben die Eröffnung genau das macht, wie was sie machen soll, dass einfach nur die Bewegung beschleunigt. Das ist ja aber nicht immer der Fall, weil manchmal macht die Eröffnung ja auch einfach 30 Punkte hoch, 30 runter, 30 hoch, 30 runter und dann geht es in eine Richtung oder wie auch immer. Heute wurde die richtige Richtung direkt fortgesetzt.
Aber dafür, dass wir eigentlich vorhin noch long positioniert waren, haben wir es doch dann echt gut hinbekommen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Sie sehen das Konto, 500 € Buchgewinn on top, trotzdem Verlust, 5%. Jetzt gucken wir einfach mal, was wir davon sichern können und dann sind wir schon raus. So, okay. Also sind nur noch 200 € Gewinn statt 500. Das ist halt genau das, wenn man mit diesen großen Positionen dann unterwegs ist und den Stop-Loss so eng hat, dann fliegt man halt. Also von 5% Gewinn sind wir auf 2% runter, haben aber dafür ja auch den Fehltrade, den Negativtrade ausgeglichen und noch was verdient, 2%. Nee, ich gehe nicht nach ATR. Ist natürlich, machen viele. Ich gucke mir das halt an, aufgrund der Widerstände, Unterstützung, der Bewegung des Vortages, was denn ausreichend kann. Bei den aktuellen Marktbewegungen muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man ein bisschen am Rechner sitzt, reicht da 20 Punkte locker. Im März 2020, da hätte man nicht mit anfangen müssen, da war in einer Sekunde 100 Punkte, wurden da durchgereicht. Da braucht man nicht mehr ein 20er SL kommen, aber derzeit völlig, völlig ausreichend. So, jetzt möchte ich die Unterstützung handeln, gehen direkt mit Long und versuchen, dass die Attacke von den Bullen jetzt gekontert wird. Also wir sind zwar aus dem Widerstandsbereich ausgebrochen, aber hier hat sich eine kurzfristige Unterstützung gebildet. Also gehen wir long. Das ist ganz einfach. Wir wollen aber nicht mehr so viel hergeben und tun dementsprechend den Stop-Loss nicht auf 20 Punkte machen, sondern nur auf 10 und werden dann relativ schnell nachziehen, weil wir uns ja einfach bewusst sind, dass wir jetzt gegen den Widerstandsbereich handeln. Und das ist meine Vorgehensweise. Also ich habe meine Widerstände und meine Unterstützung und die versuche ich eben zu handeln. So simpel ist es einfach. Und das hier ist natürlich jetzt das perfekte Short-Signal für die Bären, dass die hier einsteigen können. Da müssen wir mal schauen, ob sich das hier durchsetzt. Ich bin eine Sekunde weg. Kleinen Moment bitte. Hat man? Beobachten wir mal, solange der Thomas jetzt nicht da ist, was seine Position macht. Aber das sieht ja heute relativ gut aus, würde ich mal so sagen, ne? Ja, wenn man so einen Lauf jeden Tag hätte, das wäre schon mal ganz gut, ne? Sehe ich genauso. So, jetzt. Ah, da bist du ja wieder. Sorry, das war ein wichtiger Anruf. Alles gut. Okay, also, er kommt jetzt hier nicht. Nee, er möchte nicht. Also hier muss man dann tatsächlich aufpassen. Das ist jetzt einfach nur der Retest von dem Widerstand gewesen. So, genau das hier. Ja, und das funktioniert leider erst. Also es reicht erstmal nicht aus. Dementsprechend nehme ich die Position auch sofort raus, weil es funktioniert einfach erstmal nicht. Ja, jetzt haben wir nur 30 € verloren. 100 € war das Initialrisiko. Ist in Ordnung. Kann man aber so nicht weiterlaufen lassen, weil er halt einfach nicht diese gewünschte V-Bewegung quasi macht, also dass er jetzt hier in einem Rutsch durchläuft, sondern er hat jetzt hier einen Rücksetzer gemacht. Er hat jetzt zwar den Rücksetzer auf die Unterstützung gemacht, er hat das definitiv, aber von hier dann zum neuen Tagesziel ist es halt auch nicht mehr weit. Und ich brauche da jetzt nicht mit der vollen Positionsgröße auf ein neues Tagesziel mit runtergehen,
Auch wenn das jetzt offensichtlich erstmal schafft, aber diese Rücksätze auf Nähe Tagestief sind immer brandgefährlich, weil das ist immer dann nur ein Augenzucken und dann ist er drunter. Und wir sind ja kurzfristig gegen den Trend. Also, warum sollte man jetzt hier nochmal komplett 100 Euro verschwenden? Dann zieht man lieber mit 30 Euro Verlust den Stecker und sagt, okay, hat halt eben nicht geklappt. So, zeigst du nochmal die History? Welche History? Ja, also so kann man halt eben da vorgehen, da kann man da ein bisschen was machen. Sie haben es ja gesehen, wie das Konto dann auf einmal 5, 6% abgeworfen hat mit Buchgewinn. Wenn man da schnell ist und ein bisschen aktiver ist, und vielleicht hätte ich das dann auch ohne Webinar gemacht und ich dann einmal gesagt hätte, okay, das reicht mir jetzt, zack, fertig. Aber wie ich Ihnen gesagt habe, das ist natürlich immer die Sache. Nimmt man es mit oder lässt man es halt laufen und versucht nochmal 10, 15% rauszubekommen. Und das ist ja mit ganz, ganz begrenztem Risiko gewesen. Sie haben es ja selbst gesehen. Wir waren in der Spitze mit 2, 3, nicht mal 3%, weil die andere Position dann schon wieder abgesichert war, die hinten rauskam. Das war unser Risiko. Und da haben wir mal eben diesen, ja, die vergangenen Trades als Zusammenfassung. Also wir sind ja hier long gegangen. Und wir sind ja direkt rausgeflogen. Wir haben ja darauf spekuliert, dass hier eben eine Unterstützung gefunden wird. Wir sind hier rausgeschmissen, rausgeflogen mit 200 Euro Verlust. Dann haben wir angefangen mit dem Short und sind da auch schon halber rausgeflogen und haben dann die Shorts hier in diese Bewegung aufgebaut. Haben dann hier unten realisiert, den einen vorzeitig dort und die anderen sind dann bei der 56 mit dem Stop-Loss rausgeflogen. Und das hat uns ja dann die, ja, jetzt sind es halt eben nur noch 100, 160, 170 Euro Gewinn. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, was macht er? Er täuscht jetzt halt die Abend, wie viel Uhr haben wir? 9:22. Schon wieder 10 Punkte runter. Ist schwierig, ja, ich müsste jetzt echt eine Münze werfen. Wirklich schwierig, was man da jetzt, wie man sich hier entscheiden soll, ob man jetzt versucht, die Unterstützung zu traden oder eben halt den kurzfristigen, das kurzfristige Momentum auf der Unterseite. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich kann mich da jetzt auch nicht entscheiden. Und da ich mich nicht entscheiden kann, mache ich einfach nichts. Ja, oder Thorsten, was sagst du dazu? Thorsten, ja, Thorsten gehört im Chat. Nochmal Tagesschart. Ja, also wir waren vorhin so schön zur Öffnung hier im Unterstützungsbereich und jetzt aktuell sieht es nicht mehr so gut aus. Da wäre rote Kerze und ja, eher Tendenz eben zu 15.300. Das sind nochmal 160 Punkte. Aber kriegt man die Bewegung im 10er oder 20er SL? Das ist halt die Frage, ne? Ja, Flat bis Klarheit herrscht. Ganz genau so ist es. Nichts anderes. Hilft nichts. Froh, klar, wir hätten den kurzfristigen Long Trade besser schießen können im Gewinn, gerade hier, logisch. Aber genau das ist passiert jetzt. Er schafft es wieder nicht, sondern so eine Wunderkerze hier nach oben, 15, 10 Punkte, die direkt gekontert worden ist. Und jetzt sind wir wieder ganz nah am Tagestief. Klar kann man jetzt aggressiv mit dem 10er SL versuchen, dass er kein neues Tagestief bildet. Wenn das aber nicht passiert, dann ja, in einer Sekunde sind mal eben die 100 Euro wieder weg. Mal ein Fünfer, ja, Fünfer sagt eindeutig, mach nichts.
Keiner weiß, was hier zu tun ist. Frage. Hat noch jemand irgendwelche Wunschwerte? Ich habe auch noch ein paar Aktien oder so. Oder ja, ich meine, ist ja DAX Future Trading viel beschäftigt. Oder ich habe eine Bitcoin-Analyse. Mensch, wer will nicht Bitcoin haben aktuell? Oder was auch immer. Sagen Sie einfach Bescheid, dass wir da noch ein bisschen, ja, vielleicht was finden, was ganz spannend sein kann. Ist ja auch nicht schlecht. Also, wer Wunschwerte hat, gerne raus damit. Machst du keine Euro, weißt du? Ah, ja, aber Thorsten, komm, gerade für hier so fleißige, aktive Leute kann ich dir aber eine Analyse dazu zeigen. Das habe ich auf jeden Fall da. Das ist kein Problem. So, Euro-US-Dollar. Also eine Grundanalyse, die Sie, wie gesagt, bei mir lernen können, um das traden zu können. Das habe ich eigentlich zu fast allem. Und wenn ich es nicht habe, dann kann ich das in 5 Minuten hinkleistern. Was haben wir gesehen? Sie sehen oder Sie sehen es nicht. Die Analyse, die mache ich irgendwie einmal im Jahr. Und dann gucke ich auch nicht mehr rein. Manchmal, es sei denn, es wird danach gefragt. Und jetzt schaue ich einfach mit Ihnen live rein, wie hat es funktioniert oder nicht funktioniert. Lassen Sie mich gucken, wann habe ich die Analyse gemacht? Im Oktober 2018. Und habe dann nur minimal noch so ein paar Unterstützungen zusätzlich reingemacht. So, und jetzt gehen wir das mal uns alles, gucken wir uns das mal alles an. Verschiedene Unterstützung, Widerstandsbereiche wurden erreicht. Und zuletzt war hier ein super, also ärgere mich dann immer hinterher, aber ich kann halt nicht diese ganzen, Sie sehen, hier ist meine Watchlist, hier Aktien, um Gottes Willen. Also ich gucke das ja nicht jeden Tag durch. Tatsächlich leider nicht. Oh, BioNTech ist hochgegangen. Natürlich fantastisch. Aber Sie sehen, also wenn man sowas halt eben vorher schon analysiert hat und hier einsteigt, dann ist das natürlich cool, weil dann kann man mal eben, können das auch hier toll berechnen. Long Position. Also sag ich mal, wie meine Vorgehensweise jetzt hier ist. Ja. Im Unterstützungsbereich gehe ich Long, Stop Loss liegt unter dem Unterstützungsbereich, also hier mit ein bisschen Toleranz. Kursziel war dann im Erstkontakt das, haben wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 5. Übergeordnet wäre das nächste Kursziel das gewesen. Das war dann CAV 19 zu 1. Was ist es geworden? 12 zu 1, 11 zu 1. Naja, also es könnte schlimmer sein. Also sowas kann man mal handeln. Was passiert jetzt weiter? Euro-US-Dollar. Sie sehen, wir haben diese Unterstützung. Die wurde eben noch nicht ganz angelaufen, die wurde verfehlt. Wie viel Toleranz haben wir hier? 0,18%. Ich denke, das ist selbst im Forex-Markt verkraftbar. Da dreht Euro-US-Dollar und das Bewegungshoch wird verortet meinerseits bei 1,167 bis 1,171. Hier sollte Euro-US-Dollar wieder drehen. Wenn er eben nicht dreht, dann wird der nächste Widerstand angelaufen bei 1,172. Ganz einfach. Dann machen wir hier noch einen Falter und dann gucken wir einfach beim nächsten Mal, ob es funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Fertig. Frage geklärt zu Euro-US-Dollar. Wo ist denn eigentlich meine Autofunktion hin? Ja, Cost Reset. Wo ist die Autofunktion? Da, okay. Also er kann sich immer noch nicht entscheiden. Er hängt hier und hängt hier. Macht erstmal nichts. Versorgt sie mal derweil mit ein paar Links. Ja, da arbeitet jemand von Ihnen mit TradingView? So wie ich. Auf jeden Fall eine super Sache. Ich schreibe das einfach mal hier in den Chat, dass Sie einen Link haben zu TradingView. Da kann ich gar nichts in den Chat schreiben. Florian, kann das sein? Na doch, eigentlich kannst du das.
Genau, eigentlich dachte ich das auch, aber irgendwie nicht. Kannst in das Chatfenster, kannst du eigentlich was reinschreiben und absenden. Also nicht bei den Nee, Fragen, sondern im Chat. das ist ausgegraut bei mir. Warum ist das ausgegraut? Das kann ich dir nicht sagen. Eigentlich sollte es funktionieren, weil du bist genauso wie ich Organisator. Von daher solltest du alles können. Warum brauche ich immer so lange für meine Analyse? Ja, wahrscheinlich, weil die Übung fehlt, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie lange brauchen Sie für eine Grundanalyse oder um zu sagen, was aufgrund der Analyse wohl höchstwahrscheinlich wie gehandelt wird? Das ist ja dann die nächste Frage. Analyse ist das eine, wie handelt man es dann? Hey Florian, kannst du das vielleicht nochmal umstellen, weil ich kann echt nichts im Chat machen, das ist grau. Ich kann nichts umstellen. Mal eben kurz. Nee, also ich kann dir nicht irgendwie mehr Rechte geben oder so, dass du was da reinschicken kannst. Das würde mich jetzt wundern. Also ich habe hier nicht die Möglichkeit. Okay. Du kannst beim Chat. Also nicht bei den Fragen, sondern im Chat, ne? Ja, ich weiß. Da Nachricht sehe ich hier herzlich eingeben willkommen und beim auch. Webinar und dann Nachricht hier eingeben und das ist ausgegraut. Leider. Okay, Naja. also bei mir ist es auch ausgegraut, aber wenn ich da reintippe, blinkt ganz leicht das Zeichen zum Schreiben. Nee, bei mir macht er tuk, tuk, tuk. Ne? Okay. Ist jetzt noch nicht Ja, irgendwie egal. vorgekommen oder so, deshalb wundert mich Ich jetzt. lerne gerade den Chat Ansonsten, außerhalb. wenn du einen Link hast oder sowas, also mal, ich guck mal eben, ob ich schreiben kann. Okay, ich kann schreiben. Dann schick mir den kurz per Mail. Ja, Send mir eine perfekt, Mail und danke. dann mache ich den. So, dann kriegen Sie nämlich den. Den da. Einer geht noch, was nehmen wir noch? Webseite natürlich. So, also der DAX nebenher, aber nochmal zu dem zu sprechen zu kommen. Er ist auf dem Weg nach oben, er hat es erstmal geschafft. Kein neues Tagestief. Der Long Trade vorhin war gut, den wir dann abgewürgt haben, aber war einfach zu heikel vorhin. Aber das ist ja auch halt immer das, ne? Gerade was heikel ist, das funktioniert dann irgendwie wunderbar. Gucken wir jetzt ja schon 20 Punkte wieder hoch. Ich würde da auch da, ja, würde ich lieber jetzt noch im Short gucken, hier in dem Bereich bei um die 80. Um die 80 lieber in Short rein, statt jetzt hier nochmal irgendwie Long nachzugehen. Da sehe ich größere Chancen. So, und der liebe Florian kriegt jetzt mal die Links zugeschickt bekommen. Da ist was zu TradingView dabei, da ist was zu meiner Webseite dabei, da ist was zu Instagram dabei und da ist sogar was zur Trading GmbH Gründung mit dabei. Also einmal rundum sorglos Paket, ja? Ja, tatsächlich. Ich meine, arg viel habe ich nicht im Angebot.
Ja, Trading GmbH hat sich hier jemand schon damit auseinandergesetzt. Ah, ich bin nicht so gern Short gehen. Soll man machen? Komm, machen wir mal. Gehen wir hier nochmal Short. Schlechter Einstieg, aber was heißt schlechter Einstieg? Es gibt ja keinen schlechter Einstieg, nur schlechte Ausstiege. Gucken wir mal. Gehen wir mit. Ja, ich meine, der kann jetzt quasi unser positives Ergebnis verhauen, aber das ist wurscht, weil die Chance ist nicht schlecht. Kommen wir nämlich wieder zum Chart. Das ist nämlich genau das. Er ist wieder in dem Widerstandsbereich, was vorher der Unterstützungsbereich war, und versucht jetzt hier eben zu drehen. Dann gucken wir mal, ob es klappt. Okay, da kommt der Florian mit all den Links. So, da sind jetzt alle drin. Dankeschön. Danke sehr. Kein Problem. Ja, hängt an der ehemaligen Unterstützung Short. Ja, Short ist schon mal, könnte mehr verkehrt sein. Die Reaktion ist okay. War halt spät, ne? Also das ist ja klar. Ich finde, weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber das sieht man ja, dass es ein Widerstand ist. Paar Minuten haben wir auch noch. Also ich würde das dann ganz gerne den Stop-Loss noch anziehen, wenn er jetzt ein bisschen mehr kommt. Und dann würde ich von meinem Plan her das Ding versuchen laufen zu lassen und Möglichkeit Take-Profit im Bereich von 15.300. Ist ambitioniert, haben wir einen 20er SL mal eben 150 Punkte, klar. Entspricht über 7 zu 1. Aber nichts ist unmöglich. Jetzt so einen tiefen Miete. Ja, ich handle den DAX, also je nachdem, wie es mir geht und was und wie los ist, aber ich Montag, Dienstag, Mittwoch eigentlich fast immer, ja. Weil der muss ja irgendwie das Geld in die Firmen spülen und in die Kasse, weil ich ja vom Eigenhandel lebe und nicht von der Ausbildung. Na, was machst du jetzt? Sonst noch jemanden fragen, irgendwas? Ja, im Einzelspiel rauschen. Ja, da darf man sich ja verrückt machen. Klar, kommt da mal 10 Punkte gegenbewegen. Also, ich meine,
wenn es so einfach wäre. Ne? Solange es übergeordnet einigermaßen stimmt. Also, wie Sie ja sehen, vor allem, man kann auch aus einer gruselig schlechten Long-Position noch irgendwie einen Gewinn rausholen. Ja, auch das geht ja. Nee, also Candle Patterns, nee, überhaupt nicht. Letztens haben wir eine Statistik dazu gesehen, wie ungenau oder wie die Wahrscheinlichkeit, dass es fast gar keine Aussagekraft hat. Also ich sage mal, wenn man einen Hammer im Monatschart sieht oder so, ja, dann auf jeden Fall. Aber jetzt hier gerade in einem kurzfristigen Zeitrahmen, also wenn ich jetzt hier einen Hang Man sehe, oder ein Bullish Engulfing, also das ist ja jetzt nicht, wo ich sage, boah, geil, das ist jetzt hier ein Signal, das bringt mich jetzt hier weit nach vorne. Also überhaupt nicht. Übergeordnet, so große Dinger, gerade im Bitcoin, gucken Sie sich mal einen Bitcoin-Chart an, im Monatschart, und suchen Sie sich da den Hammer raus und dann fragen Sie sich mal, warum haben Sie nicht 40.000% gemacht? Aber alles kann, nichts muss. Ne? Aber da gab es schon ganz gute Sachen, gerade auch der Bitcoin, muss man wirklich sagen, ist seitens der technischen Analyse ist der sehr dankbar. Also der läuft echt wie geschnitten Brot. So, und auch wenn es keiner gefragt hat, ich weiß, der Florian ist immer ganz scharf drauf, deswegen muss ich ihm noch den Bitcoin zeigen. Sonst ist er nämlich ganz traurig und ruft mich nämlich später nicht an. Gucken wir mal. Also Bitcoin, ja. Bitcoin, was meine ich mit geschnitten Brot? Ihr Unterstützungswiderstandsbereiche, das ganze Ding. Hier 40.000. Hoch, also wie eine 1, da kann man ja nichts falsch machen. Widerstandsbereich hat ihn völlig gar nicht interessiert. Wer hier einen Einstieg gefunden hat und einfach den Dingen sogar schwellen lässt, fantastisch. 50% Kurssteigerung, raus aus den 40.000 an die 60.000 und jetzt hängen wir hier am alten Allzeithoch. Also sehr, funktioniert sehr, 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 sehr gut mit der technischen Analyse der Bitcoin. Da hört man immer das Geplapper mit den die Wale und so weiter. Also ich sehe hier keine Wale, ich sehe hier irgendwie le viele Leute, die eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie zustande kriegen. Aber gut, das ist ja nur meine Meinung. Also Bitcoin auf jeden Fall angucken. Machst du denn jetzt? Nix, nix machst du da. Wir fahren zusammen, der Long war Schrott, der Short war gut, der Short im Bestfall, na, wie es halt so ist, hätte man hier komplett auflösen müssen, wäre man mit 5% rausgegangen und das innerhalb von ja, 5, 6 Minuten zur Eröffnung und dann hätte man seine 5% verdient und dann bei Feierabend gewesen und so sollte das eigentlich funktionieren. In einer perfekten Welt. Was soll doch jemand fragen? Weil wir warten jetzt einfach nur, dass wir ein bisschen weiter absichern können. Und dann läuft der halt so weiter, ne? Da haben wir sonst nichts mehr mit zu tun. Neuen Trade werde ich hier nicht eingehen. Abwürgen möchte ich ihn auch nicht, weil er vom Setup völlig legitim ist und laufen kann und darf. Und falls er klappen sollte, 150 Punkte, die anstehen können. Dann wäre das Konto mal bei 12.000. Und dann hast du dann doch irgendwie geklappt mit den 15% heute. Aber das ist natürlich noch.
nicht spruchreif. Da werden wir uns dann beim nächsten Mal drüber unterhalten können. Ja, gerne die Links. Wann waren wir bei World of Trading, Florian? Weißt du, war die schon oder? Bitte nochmal. Wann war denn die World of Trading? War die jetzt eigentlich schon oder irgendwo habe ich das noch Nee, die gesehen? WOT ist immer Mitte November eigentlich, aber die ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch nicht in Präsenz. Also es Ja, ist die ist also so eine online, Online-Veranstaltung, genau. ne? Ja. Seid ihr da dabei? Boah, das kann ich dir so aus dem Kopf nicht sagen. Das weiß ich gerade nicht. Also ich sehe schon, der Anruf ist echt überfällig, ne? Ich gucke mal rein. Hast du dir mal die Webseite von denen angeguckt? Also es ist ja, wer so eine Webseite aufbaut für so ein großes Event, das ist schon eine Kunst. Also, muss man schon lassen. Naja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also. Ja, Jeder, wie er meint. Alles gut. okay, da kommt die Webseite. Ja, dann ist ja alles klar. Okay, nee, kann man ja mal so machen. Der Thorsten. Yes, ja gut, wer will denn zu den Großen? Wir wollen ja zu den Guten und das ist ja genau richtig. Wir wollen doch zu den Guten. Also bei den Großen irgend so eine komische Nummer oder so? Nee, also dann bin ich ja lieber hier bei FX Fed. Versuchen Sie mal bei den Großen irgendjemanden zu erreichen. Ganz im Ernst. Machen Sie das mal. Ich habe letztens bei den Großen, oh Gott, ich habe den Pro-Status da bekommen. Jetzt habe ich wieder Zugriff auf binäre Optionen. Das ist natürlich das Einkommen für die nächsten 50 Jahre, ist jetzt natürlich gesichert. Ne? Ohne Ahnung von der Börse zu haben. Das ist natürlich fantastisch. Und ein Hebel von 200. Das ist natürlich auch optimal. Da brauchst du nichts mehr. Ja, Florian, die war dieses Jahr schon. Das war die World of Trading 2021. Ah, stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, jetzt erinnere ich mich wieder. Nee, wirklich. Jetzt weiß ich es wieder. Okay, wir sprechen jetzt da nochmal drüber. Eigentlich jemand aus dem Stuttgarter Raum? Ja, du, abgedreht. Ach Mensch, hier. Wunderbar, genau, absolut richtig. Bei einem ernsthaften Risk Management ist der Hebel unwichtig. Korrekt. Aber die meisten werden das ja natürlich nicht so in der Form anwenden, wenn sie den zur Verfügung haben. Das ist ja der andere Punkt. Ja, was heißt die Margenbegrenzung, dass die stört? Ich meine, wo hast du jetzt den Fall, dass die Margenbegrenzung die stört? Weil letztendlich, du kannst ja schon so viele Einheiten handeln.
dass das mit der Marge definitiv passen sollte. Es sei denn, du bist natürlich im, also nicht im 2-Punkte-Take-Profit-Modus unterwegs, aber normalerweise stört es nicht. Klar, du musst dann natürlich mehr Geld beim Broker liegen lassen, aber deswegen musst du halt zu einem guten Broker gehen und dann sollte dir das ja auch keine Kopfschmerzen bereiten. Ja, Margin ist doch völlig okay hier. Also, guck mal, Margin stand 1800%. Ich könnte jetzt hier noch, wie viele Kontrakte ich jetzt hier reinmachen könnte vom FDAX, vom Großen. Das wäre bestimmt lustig. Also von daher. Ja, ich habe da super Ideen, habe ich hier. Kriegst gleich von Florian noch einen Kontoeröffnungslink und dann habe ich die super Idee, wo du den Konto offen hast. So, also der Short hat sich gelohnt. Bislang. Und wir haben gleich ein neues Tagestief. Ich bin sehr zufrieden. Florian, ich beglückwünsche dich. Also es war ganz, ganz toll. Wenn es doch bloß Mein nochmal Bestes anziehen. gegeben. Ich habe mein Bestes Absolut, gegeben. das hat man gemerkt. Das hat man gemerkt. Wir ziehen jetzt doch bloß jetzt nur auf 10 runter. Ja, und jetzt sind wir eigentlich auch schon über der Zeit so ein bisschen. Klar, je nach Gusto kann man den natürlich auch auf plus 1 ziehen. Möchte ich jetzt erstmal nicht. 100 Euro Risiko, das Konto ist knapp bei 10.800, also 250 laufend. Nicht der laufende Gewinn, sondern der Gesamtgewinn. Da haben wir schon ein bisschen was verdient. So 100 Euro Risiko stehen noch im Spiel. Jetzt, genau. Wir schauen einfach mal. Ne? Kann man jetzt mal ausprobieren, ob der sich irgendwie hier die Tage, ob er sich da halt durchhangelt. Oder natürlich, was er jetzt gerade versucht, das hier ist natürlich eine kurzfristige Unterstützung. Die ist halt direkt am Tagestief, aber es ist eine legitime Unterstützung. Dementsprechend Unterstützung oder zukünftiger neuer Widerstand, das wird sich dann in den nächsten Minuten wohl zeigen. Da von meiner Seite aus, das Ding wird jetzt hier nur noch verwaltet. Irgendwo kommt dann halt ein Take-Profit, entweder bei 15.300 oder er fliegt in den nachgezogenen Stop-Loss und das war's dann. Von meiner Seite aus. Ja, Tief muss erstmal rausgenommen werden. Genau, sonst ist er nicht vom Eis. Das ist jetzt halt die Gegenbewegung auf der Unterstützung. Also von daher, verabschiede ich mich jetzt einfach mal. Vielen lieben Dank für die rege Teilnahme. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, trotz Krankheit. Die Zeit ging wunderbar rum. Die Trades haben gut funktioniert. Und ja, super. Vielen lieben Dank auch an dich, Florian, dass du das so gut gemeistert hast, den DAX gedrückt hast und alles gemacht hast, was in deinem im Ermessen liegt und lag. Und dann hoffentlich bis bald. Danke dir, Thomas. Kein Problem. Das mit dem DAX mache ich immer gerne. Auch vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie bis zum Ende dabei waren, dass sie so rege mitgemacht haben. Und von daher würde ich sagen, passen Sie auf Ihre Positionen auf, genießen Sie die Woche, bleiben Sie gesund und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.